da bin ich wieder unterwegs, nehme euch wieder mit. Ich habe heute beschlossen, also wieder Stücke näher ranzufahren, und zwar an den Punkt, wo ich gestern aufgehört habe, an der Autobahnbrücke. Ich habe euch zwar dann noch zurück mitgenommen, aber das mache ich immer so, weil ich teile mir die Wanderung halt in kleine Stücken ein. Und für mich ist es halt so, ich sehe halt so zwischendurch ganz viel, und das ist für mich auch das Wichtige am Unterwegssein, dass ich die kleinen Dinge sehe. So ist es bei mir auf dem Kanal. Ich mache nicht Wahnsinnswege, nur damit ich von A nach B komme. Nee, ich will da alles erfassen. Und ich glaube, das ist auch so der Weg der Heilung. Ihr hört jetzt im Hintergrund schon die Autobahn, weil ich habe einen ganz neuen Weg entdeckt mit meinem Autoschen. Da bin ich noch nie lang gefahren. Und zwar bin ich den Stolperweg rübergefahren vom Starnsdorfer Damm hierher und habe mich im Stolperweg hingestellt, ziemlich weit an dieser Stelle, wo ich gestern, also ziemlich nah an dieser Stelle, wo ich gestern aufgehört habe, und bin jetzt hier den Waldweg reingelaufen. Und mein Auto steht jetzt da gut im Schatten und ich schaue mal, was ich hier alles entdecke auf dem Weg, weil das nächste Stück bis zu dem Campingplatz, da kommt nämlich dann auch wieder was Geschichtliches. Kann ich euch wieder was erzählen. Ja, hier kommt schon ein Tier angeflogen und guckt, wer ich bin. Hallo? Ja, also hier oben ist jetzt die Autobahn und ich komme jetzt genau an der Brücke raus, wo ich gestern mit euch durchgelaufen bin. Und von da geht der Weg dann praktisch jetzt von hier rechts weiter. Ja, also in so eine kleinen Abschnitte teile ich mir das immer ein und das ist für mich am schönsten. Und jetzt rede ich erst weiter, wenn ich hier weg bin. Der Weg führt jetzt hier oben weiter auf diesem Drei-Linden-Waldweg ein Stück. Und jetzt kann ich euch auch nochmal, jetzt habe ich mich nämlich mal belesen gestern, ne, das ist immer auch der Vorteil, dann kann ich euch immer noch was dazu sagen. Der Weg, den wir gestern am Kanal gegangen waren, das ist der ehemalige Treidelweg. Der ist natürlich nicht mehr ausgebaut, der ist irgendwann verfallen, aber man hat den sozusagen wieder ausgetrampelt. Der ist nicht, also muss man trittsicher sein. Der ist nichts fürs Fahrrad und auch nichts für Personen, die nicht trittsicher sind, weil er eben teilweise eben wirklich eng ist. Aber das ist der alte Treidelweg und das ist der Teltow-Kanal-Wanderweg. Ich sag mal, ich habe jetzt schon so rausgelesen, ich hatte mir das Buch gekauft vom Teltow-Kanalweg und da habe ich auch rausgelesen, dass der in Berlin sehr gut ausgeschildert ist, aber in Brandenburg eben nicht, weil das halt eine länderübergreifende Sache ist, ne? Und die da nicht wirklich zusammengearbeitet haben anscheinend. Und ja, hier der alte Treidelweg zwar ausgetrampelt ist, einfach von den Anglern auch, da sind ja viele Stellen, wo Angler auch sind. Und deswegen begehbar ist. Und ansonsten ist das der Kanaluferweg, der aber hier jetzt am anderen Ufer lang geht. Der geht dann, wechselt dann auch mal über die Brücken immer rüber. Ja, und deswegen sind wir gestern den alten Treidelweg, den eigentlichen Teltow-Kanal-Wanderweg gegangen, der aber in Brandenburg etwas vernachlässigt ist. Den muss man sich da sozusagen suchen. Aber deswegen ist es ja gerade interessant und deswegen gehe ich es ja mit euch, damit ihr das dann wisst. Also da unten war ich schon instinktiv völlig richtig, auf dem richtigen Weg. Denn dieser schöne, angelegte Weg hier, den man gehen kann, wenn man halt nicht trittsicher ist, das ist der Waldweg Drei Linden. Ja, die Bevölkerung in Berlin, die ist dann so um 1900 rasant angewachsen und später wurde ja auch alle umliegenden Orte in Groß-Berlin eingemeindet. Ne? Also Berlin wuchs wirklich richtig dolle und die Friedhöfe reichten nicht mehr aus. So dass man sich was einfallen lassen musste, das war einerseits zwingend notwendig und andererseits war das dann noch irgendwann eine Vorschrift, die getroffen wurde, dass die Kirchengemeinden für ausreichend Friedhöfe sorgen mussten. Das bedeutete, dass man im Land Brandenburg, was früher der Teltow war, Land Brandenburg in dem Sinne gab es ja da noch nicht, das ist ja eine spätere Sache, ne? Aber es gab den Teltow und der Teltow war ja ein riesengroßer Großkreis. Und in dem Teltow lag Starnsdorf und in Starnsdorf zum Beispiel wurden etliche Flächen angekauft für Friedhöfe, für die Berliner. Und auch um Starnsdorf herum, also in Güterfelde ist auch noch einer, ja. Und der bekannteste ist halt der Südwestkirchhof, der zweitgrößte in Deutschland ist. Ja, da könnt ihr euch das vorstellen, der wurde 1909 eröffnet und um die ganzen Särge dahin zu bekommen, hat man eine Bahn gebaut. Da hat die Kirchengemeinde sich mit der Bahngesellschaft arrangiert. Da gab es einen Vertrag und die haben dann gemeinsam das auch gekauft, gemeinsam Land gekauft und gemeinsam diese Bahn gebaut. Also die Bahn hat die Bahn gebaut und die Kirchengemeinde hat sich um die Beschaffung des Landes und das alles gekümmert. Ja, das war die sogenannte Friedhofsbahn. Und die Friedhofsbahn
Die ist 1913 in Betrieb gegangen. Und da, von da an, fuhren von Wannsee rüber nach Stahnsdorf Züge, Güterzüge, die die Särge an den Friedhof brachten. Ja, und es gab natürlich auch einen regen Personenverkehr, weil man ja zu den Beerdigungen rausfuhr und auch die Verstorbenen oder die Hinterbliebenen dann die Verstorbenen besuchten auf dem Friedhof. Ja, da gab es Messungen, wie viele Leute damit fuhren, und das war schon ganz schön viel. Einige Reste seht ihr hier noch im Wald, und das ist einer. Das ist hier die Unterführung der alten Friedhofsbahn. Die Brücke über den Teltowkanal, die wurde abgetragen, die gibt es nicht mehr. Hier ist nur noch der Pfeiler, der zu sehen ist. Und da gehen wir jetzt gleich mal durch. Die hieß auch Friedhofsbahn. Auf der linken Seite habt ihr hier den Teltowkanal, die ging ursprünglich darüber. Da drüben geht ja auch so ein Weg lang, das sind ja auf beiden Seiten Treidelwege gewesen. Übrigens wurde hier auch noch geschleppt, also die Frage hat sich dann auch beantwortet. Und entweder wurde das am Treidelweg gemacht, also praktisch lang, oder die wurden geschleppt. Und da drüben seht ihr halt den anderen. Und dahinter kommen wir jetzt gleich hier um die Kurve rum, aber wir gehen erst nochmal hoch, versuchen mal auf die Brücke hochzukommen. Hier vorne geht vom Hauptweg da so ein kleiner Abzweig hoch und den gehen wir jetzt mal, und ich hoffe, dass wir da dort hochkommen, dass auch nochmal von oben die Reste betrachten können. In der ganzen Gegend hier sind immer noch Gleisreste vorhanden, das wurde dann nicht vollständig zurückgebaut, vor allem auf West-Berliner Seite. Auf Ost-Berliner Seite wurde es zurückgebaut, weil man die Gleise halt brauchte für andere Projekte. Aber auf West-Berliner Seite ist das noch oft erkennbar. Zeige ich euch dann, wenn ich dort mal anlaufe. Ja, übrigens wurde die Bahn 1928 elektrifiziert. Die gehört sozusagen zu dem Vorläufer der S-Bahn und dann später zur S-Bahn. Und das ist genau wie bei der S-Bahn. Wurde an der Seite so eine Schiene gelegt und der Strom dafür, der wurde halt nicht nur verbraucht, der wurde zurückgeführt. Also ihr seht, das war schon fortschrittlich zu damaliger Zeit. Übrigens auch die Schleuse in Kleinmachnow, die wurde als Beispiel für den Panama-Kanal, für die Schleuse am Panama-Kanal genommen. Und aus der ganzen Welt waren da Ingenieure und Architekten da, um sich die anzugucken, weil die so fortschrittlich war. Das ist spannend, ne? Das habe ich vorher auch noch nie gewusst. Jetzt geht es hier wieder in Brandenburger Berg hoch. Es gibt hier auch lauter Wanderwege und Wege durch den Wald. Die erkunde ich dann mit euch aber ein andermal. Jetzt mache ich erstmal nur den Teltowkanal. Hier bin ich jetzt rausgekommen und dann geht er ein kleines Stück wieder links. Und wieder so einmal wie im Eimer im U-Turn, um dahinter zu kommen. Und da kommen wir zu der Brücke, seht ihr? Da geht ein kleiner Weg hin. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann können wir von oben auch mal gucken. Also das lohnt sich schon dann, der Abstecher mal hier hoch. Hier kann man auch durch den Wald robben, das ist auch kein Problem. Aber das ist eben interessant, sowas, so eine Baudenkmäler. Ich liebe das. Ich habe es sowieso mal geliebt, mit den alten Bahnen zu fahren. Also zu meiner Kindheit gab es auch noch Dampfloks, aber die fuhren meistens schon bloß noch zu Schauzwecken. Kann ich mich jedenfalls nie anders erinnern. Meistens waren das dann Diesel oder eben Elektro angetriebene. So, da ist natürlich ein Bauzaun und von oben jetzt das nicht so zu sehen, wie ihr es jetzt von unten gesehen habt, aber wir gucken trotzdem mal. Hier kommt es auch so ein Weg hoch, ne? Geht auch. Wer der Klettererfahrene ist. Ja, hier ist ein Zelt dahinter. Ich weiß nicht, ob man da zelten darf. Und so sieht es jetzt hier oben aus. Da ist noch ein Betonweg hinter. Wartet mal, ach hier, guckt mal hier. Ich gucke ja immer, ob ich noch irgendwelche Zeichen sehe.
seht ihr? Da haben wir noch einen Überrest gefunden. Der alten Bahn. Und da unten ist der Teltowkanal und man riecht es bis hier hoch. Also mal gucken, dass ich noch im Bild bin hier. So, jetzt gehe ich hier diesen steilen Weg hier wieder runter, aber da das erste Stück komme ich noch. Ich habe eigentlich gute Schuhe an. Wir könnten das wagen. Seht ihr, ich bin schon wieder ewig hier zugange, weil ich schon wieder gucke, was hier wächst. Also hier zum Beispiel, das ist Seifenkraut. Ganz viel Seifenkraut wächst hier, da kann man ja auch seine Wäsche mitwaschen. Hier überall Seifenkraut. Herrlich. Und hier vorne habe ich auch schon wieder entdeckt, wachsen jetzt wirklich Königskerzen, guckt mal. Ich finde die so schön, das ist aber die große Königskerze. Ich finde die so schön dann, wenn die blühen, herrlich. Ach schön, hier ist auch ein wunderschönes Klima. Brennnesseln, Schöllkraut, das blüht hier auch noch. Ja, so das Übliche in Brandenburg, was hier so wächst. Es ist sehr trocken. Es kam gestern kein Gewitter und es ist absolut trocken hier. Da hinter mir, wartet mal, wo ist er da? Da ist die Brücke, da bin ich immer noch. Gucke hier. Guckt euch doch den herrlichen Holunder an hier. Es sind welche, die noch nicht blühen und auch welche, die schon richtig schön blühen hier. Ach schön. Jetzt habe ich den Holler-Owner begrüßt hier. So, jetzt gehe ich aber mal weiter mit euch. Wir sind jetzt hier immer noch am Kanal, aber oberhalb. Unterhalb geht jetzt hier, also wir sind jetzt hier auf diesem Wanderweg, auf diesem Drei-Linden-Waldweg. Der Trampelpfad hier unten, der ist jetzt nur noch stellenweise wirklich vorhanden, wo die Angler dann sitzen und ihre Angeln auswerfen. Magisch, magisch. Das ist so schön zur Erdung und der Weg ist echt gut. Der ist nicht überlaufen und meistens in der Natur. Manchmal ist ein bisschen Krach, aber das ist so eine Mischung aus schöner Natur und ein bisschen urbanem Leben. Also wer jetzt nicht gleich ganz tief in die Brandenburger Wälder und Einsamkeit eintauchen will, für den ist das richtig gut, hier lang zu wandern. Zumindest auf diesem Teil, den ich mit euch gehe, weil der Berliner Teil ist dann doch schon sehr städtisch. Sobald wir jetzt hier an der Brücke, also an diesem alten Brückenrest durch sind, kommen wir zum Campingplatz. Den müssen wir jetzt umlaufen, da geht der Weg weg vom Kanal und hier ist er auch betoniert ab hier. Hier stehen lauter Camper, den kann man auch über den Stolperweg erreichen. Und da können wir leider nicht am Kanal lang, weil wir da nicht drüber kommen. Also gehen wir einfach mal außen rum. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das hier den Forst hier mit euch, die Forstwege, die Waldwege erkunden kann. Da sind immer ganz interessante dabei. Seid gespannt. Guckt mal. Eine Wand aus Holler. Guckt euch das doch mal an. Da muss ich jetzt gleich mal ein Foto machen. Alles voll bis da vorne, der ganze Weg voller Hollerbüsche.
Ist das schön? Hier ist der Campingplatz. Da kann man übrigens hier vorne auch gebührenpflichtig parken. Und natürlich, wenn man da drinnen ist, kann man das Auto natürlich auch mit reinnehmen. Aber hier ist noch eine riesige Karte und noch ein paar Dinge, die man hier erkunden kann dran. City Camp Süd heißt der, wenn es euch interessiert und ihr absteigen wollt hier. Da sind noch die Campingplatzinformationen, aber die könnt ihr euch aus dem Internet holen. Die sind mir jetzt nicht so wichtig, gerade in dem Moment. Ich möchte hier den Teltow-Kanal-Wanderweg gehen. Und der geht jetzt praktisch am Campingplatz weiter. Da. Da gehen wir jetzt lang. Hier hinten auf dem Campingplatzgelände drauf, da seht ihr diesen Turm. Und wenn ihr dran vorbeilauft, wir laufen jetzt den Weg hier lang, kommt ihr an diesem Turm auch vorbei oder an dem Gebäude. Dieser Turm wurde für 70 Millionen Mark vom Westberliner Senat finanziert. Und zwar habe ich euch ja schon erzählt, dass 1981 verhandelt wurde und auch erfolgreich verhandelt wurde, dass der Kanal von westlicher Seite wieder befahrbar ist. Das bedeutete aber, dass ein Kontrollturm errichtet wurde. Einer steht auf Westberliner Seite und einer steht hier auf östlicher Seite. Und alle Fracht und alle Passagiere, die hier durchfuhren, wurden von den DDR-Behörden kontrolliert. Ja, und dafür war hier der Turm da, der hier wirklich eine Rundumsicht hatte. Und da unten dahinter ist nämlich der Kanal. Da oben seht ihr jetzt auch diese Glasfront nach allen Seiten. Ich habe nie herausgefunden, ob man den sich angucken kann. Er gehört auf alle Fälle jetzt zum Campingplatzgelände. Und hier drüben, auf der Seite, habe ich auch schon wieder entdeckt, ist das Schilf rausgewachsen. Guckt mal unterm Weg durch. Eine ganze Schilflandschaft hier. Und das sieht auch so schön aus. Und da hat man hier auch gleich wieder andere Tiere, ne? Also im Schilf sind ja viele Schilfbrüder drin und im Wald dann wieder andere Vögel. Mit den ganzen Vögeln will ich mich auch nochmal beschäftigen, wie die singen und wie die aussehen mehr. Ich kenne ja viele, wie die aussehen. Ja, ich würde jetzt viele, sehr viele erkennen. Aber eben nicht alle. Es gibt so viele, die ich noch nie gesehen habe. Das merke ich jetzt an meinem Naturkalender. Ja. Prächtig, prächtig. Und hier ist es ein bisschen feuchter und hier ist die Vegetation auch gleich üppiger. Ne? Seht ihr das Schilfkraut? Der Campingplatz ist übrigens riesig. Ich bin hier immer noch am Campingplatz. Hier hinten habt ihr auch sogar so Bänke. Und er ist, guckt mal, da ist noch reichlich Platz. Also wenn irgendjemand von euch hier noch irgendwas sucht, das ist herrlich am Teltow-Kanal gelegen. Hier ist auch jetzt wieder Ruhe. Außer es kommen mal hier Versorgungsfahrzeuge vom Forst vorbei. Das ist ein Forstweg. Und der hintere Teil ist hier richtig ruhig. Sehr schön. Über den Campingplatz oder überhaupt über eure Plätze erzähle ich euch was, wenn ich das selber teste. Jetzt nicht, weil jetzt habe ich ja gar keinen Einblick, wie das dann da wirklich ist. Aber es gefällt mir. Aber ich glaube hier hinten, oder doch, hier, ich glaube hier sind noch Stromanschlüsse da. Kann ich aber jetzt nicht ganz sicher behaupten. Guckt lieber selbst. Sind auch Schattenplätze da. Und es stehen auch Leute mit Zelt, also von daher dürfte das auch erlaubt sein. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Bestimmungen sind im Moment. Ich kümmere mich da nicht drum, weil ich ja meistens im Wald unterwegs bin. Und in meinem Auto. Ja, bis hierher geht er. Also ich bin jetzt ein ganzes Stück dran lang. Und hier ist die rückwärtige Einfahrt. Die ist aber zu und dann müssten wir jetzt hier irgendwo wieder zum Kanal runterkommen. Ich guck gleich mal. Hier geht ein kleiner Sandweg durch den Wald. Und ihr wisst ja, Sandwege durch den Wald haben es mir angetan. Übrigens hat mein Sohn mir erzählt, als ich am Sonntag mit ihm unterwegs war,
dass Brandenburg überhaupt nicht so langweilig ist und dass er Freunde hat, die kommen aus Bayern und die mögen das total, dass hier alles flach ist. Also, okay. Weil ich behauptet habe, in Brandenburger Wäldern wäre alles so langweilig, weil alles so flach ist. Guckt mal, da ist einer auf dem Sub unterwegs. Falls ihr das jetzt seht. Der paddelt sich bei der Hitze ihn ab und hat aber sein Gepäck dabei. Ich glaube mal, der zeltet dann bestimmt auch unterwegs. Total toll, aber ich bin da ein bisschen wackelig. Also da bin ich nicht standfest genug, um sowas zu machen. Ein Boot würde ja noch gehen, aber so ein Teil. Schauen wir mal. Hier gehen wir weiter. Da schön durch den Wald ist unser weiterer Weg am Kanal lang. Und mal sehen, was wir alles noch entdecken. Für mich erstmal Mittagspause. Ist traumhaft schön hier. Vorne sind ein paar Entchen. Da drüben geht auch ein Weg lang. Ist Ruhe. Das Wasser fließt sachte. Dann hat mir im Bioladen wieder so ein Stück Fisch geholt. Für die Ameisen war auch ein Stück. Die ist total lecker. Die kann ich gut mitnehmen und die macht mich für einen ganzen Tag satt. Das ist Heilung. Also für mich ist das Heilung. Ich muss sagen, ich esse die immer nur zur Hälfte, weil dann bin ich satt. Die andere Hälfte nehme ich für später mit. Meistens, wenn ich wieder im Auto bin. Es raschelt. Der Wahnsinn. Da drüben blüht der Ginster. Das sind Riesenbüsche mit Wasserschwertlilien, die auch alle blühen. Heckenrosen. Ich esse gar nicht so viel, bei der Wärme sowieso nicht.
guck mal, was ich da entdeckt habe, eine Engelwurz. Und da hinten stehen auch noch welche. Lauter große Engelwurzpflanzen hier. Ist das genial? Ja, die sind richtig imposant. Die sind mannshoch und hier stehen ganz viele davon. Hier steht noch einer, da vorne stehen viele. Da steht einer, da unten steht einer und da hinten stehen auch ganz viele. Also ehrlich gesagt habe ich noch nie so viele auf einen Haufen gesehen. Und ich muss auch mal sagen, also das ist Engelwurz oder Angelika. Angelika sagt vielleicht auch vielen in Süddeutschland was. Hier sagt man meistens Engelwurz dazu und da gibt es ja auch Liköre, wo der verwendet wird. Das ist eine ganz alte Heilpflanze und die wächst so an feuchten Stellen bzw. an Flussufern und so. Aber ich muss mal sagen, ich habe wirklich in meiner ganzen Kräuterhexenkarriere noch nie eine in freier Wildbahn gesehen. Ja, und ich habe ja auch am Kanal gewohnt, da wächst keine einzige. Ich hatte die dann in meinem Kräutergarten, aber in freier Wildbahn, wie gesagt, noch nicht. Ja, und in Kräuterlikören sagt ja auch gleich schon die Verwendung, ne, hauptsächlich eine Verdauungssache. Und die jungen Stängel, die kann man im Frühjahr schneiden, aber ihr müsst gucken, die ist ganz oft mal geschützt unter Naturschutz, weil es sie eben wirklich selten gibt. Ja, also dass hier so viele stehen, ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass diesen Treidelpfad nicht viele gehen. Die meisten gehen oben den anderen Weg. Ja, und ihr seht, die jungen Stängel, die kann man ernten und kardieren. Ja, kardierte Engelwurz gibt es ja auch zu kaufen. Kriegt ihr auch zu kaufen, wenn ihr das mal probieren wollt. Es wird ja in großen Gärten angebaut und dann wird das verarbeitet von so Kräutergärtnereien und die verkaufen dann die kandierten Stängel. Aber da schmecken eigentlich nur die Jungen. Und hier guckt mal, was hier für Bienchen alles dran ist, ne? Richtig schön, richtig schön. Ja, die Wurzeln erntet man im Winter und magisch ist die Pflanze, gehört der Sonne, also wird der Sonne, Planet Sonne zugeordnet und ist der Aphrodite und der Venus geweiht. Und das sieht man auch, wie schön die Blüten aussehen. Jetzt kommt gerade ein Kahn. Nicht romantisch hier. So, ist nicht mehr so laut. Eine magische Verwendung gab es natürlich auch, und zwar die Blätter, die wurden geerntet für Hellsicht, also die wurden mit in Kräutertabak gemacht, getrocknet in Kräutertabak und den sprach man Hellsicht zu und Visionen. Und überhaupt in der Magie stand die Pflanze sehr für Hellsicht und für Schutz. Ja, es gibt auch Talismane, Wurzeltalismane, die man um den Hals getragen hat zu Wettkämpfen, damit man als Sieger hervorging, und so eine Sachen wurden mit der Engelwurz gemacht, weil die von den Engeln gekommen ist. Ja, die Blätter sehen auch sehr imposant aus. Ich kann sie euch ja mal hier zeigen. Ich klappe euch mal um. Ja, und während die hier ganz helle Blätter hat, hat die hier dunklere Blätter. Vielleicht kriegt die noch mehr Wasser da unten ab, weil die tiefer steht, oder das Kanalwasser beeinflusst die. Und hier steht übrigens noch eine interessante Pflanze, also hier stehen lauter interessante Pflanzen, aber eine, die ich euch jetzt mal noch zeige, da muss ich mal hier runter, die ist schon fast verblüht, und zwar hier. Das ist der bittersüße Nachtschatten und der ist wirklich giftig. Das ist wirklich eine giftige Pflanze, die darf man nicht essen. In allen Teilen ist die giftig. Ja, und die steht hier auch und die hat eben sehr schöne lila Blüten mit so einem Gelben dran. Die ist sehr auffällig, aber wie gesagt, Finger weg davon. Aber die Engelwurz hier, ich bin so begeistert, dass ich die entdeckt habe. Ja.
Hier stehen auch noch ganz viele Königskerzen. Das ist die kleinblütrige Königskerze. Zeige ich euch auch noch kurz. Es gibt ja die großblütrige, die hat so behaartere Blätter und dann das ist die kleinblütige. Der Weg ist genial. Ich gehe jetzt hier mitten durch die Wildnis. An Heckenrosen vorbei, richtig am Kanal lang. Hier drüben ist so eine Wiese mit Gräsern. Da drüben fährt einer mit seinem Baugerät rum und ich nähere mich einer Brücke, die da vorne schon durchschimmert. Und ab und zu sind Ameisen auf mir. Und zu der Brücke gehen wir jetzt. Das ist nämlich die Brücke der alten Autobahntrasse. Hier ging früher die A115 lang. Nach Dreilinden. Und nach dem Mauerbau war das den DDR-Behörden da nie geheuer, dass diese Autobahn praktisch immer mal wieder in Westberliner Gebiet und in Ostberliner Gebiet führte. Und dann haben die beschlossen, dass eine andere Autobahnführung her muss, also die Trasse wurde verlegt und damit der Kontrollpunkt da im Dreilinden geschaffen, dieser große, wo man das alles so überwachen konnte. Und die wurde dann geschlossen. Und an der Stelle hier verläuft der Kanal, also die Grenze, mitten im Kanal, sodass die Hälfte der Brücke zu West-Berlin und die Hälfte zu Ost-Berlin gehörte, beziehungsweise nicht zu Ost-Berlin, zu Kleinmachnow. Und da gucken wir uns jetzt die alte Brücke mal an. Und vorher müssen wir uns durch Sickicht kämpfen. Hier ist der Weg. Ja, wild. Der alte Treidelweg. Ich liebe es. Schwalben. Als erstes gehen wir jetzt unter der alten Brücke durch, die hier ganz still da liegt. Da seht ihr es. Und es lohnt sich, auf diese Brücke mal hochzugehen. Denn sie ist ein Zeichen innerdeutscher Geschichte. Und das machen wir jetzt. Hier oben sind wir rausgekommen und jetzt stehen wir direkt auf der alten Autobahntrasse der A115. Guckt, da und da. So, jetzt gehen wir mal hier rüber als erstes. Da zeige ich euch nämlich, wie ihr hier auch gemäßigt da hochkommen könnt. Wenn ihr nämlich von dem Campingplatz da geht, Weg, den ich da erkunden wollte, mal irgendwann. Jetzt kann ich euch auch sagen, wo der hingeht. Der kommt hier an. Seht ihr? Und da kommt ihr wahrscheinlich ganz sachte hier hoch. Hier sind auch zwei Bänke, kann man sich ausruhen und kann sich das hier alles angucken. Ja, das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, weil wir befinden uns jetzt hier auf Ostgebiet und da in der Mitte ging die Mauer lang
Da drüben seht ihr noch eine orangene Stele, die stehen ja oft am Mauerweg. Und da hinten, da dort die Mauer verlief, hat der Hermann Döbler hier auch eine Stele bekommen, beziehungsweise ist hier auch die allgemeine Information nochmal über die Mauer dran. Aber das ist speziell die für Hermann Döbler, weil der ist hier umgekommen. Und zwar ist der mit seiner Freundin im Juni 65 in Wannsee in den See gestochen und ist mit dem Boot gefahren über den Griebnitzsee hier in den Teltowkanal. Und da gab es hier eine Sperre. Da konnte man nicht weiterfahren, weil der war ja gesperrt. Aber die Grenze, die DDR-Grenze, ging schon 100 Meter vor der Sperre los. Und das wussten die beiden nicht. Und dann ist er da reingesteuert. Und dann haben die Grenzer das Feuer eröffnet. Er war sofort tot, hat vier Schüsse abbekommen. Und die Freundin, die dann noch zum Ufer gefahren ist, also die hat das Boot gewendet, ist zum Westberliner Ufer gefahren. Und dann haben sie aber weitergeschossen. Und die ist auch noch, hat einen Streifschuss am Kopf noch abbekommen. Und ist schwer verletzt worden. Und hier 15. Juni 65 erschossen auf dem Kanal. So war das hier. Ja. Also ihr seht, deutsch-deutsche Geschichte. Ja, und jetzt gehen wir mal hier rüber. Also wenn ihr hier runter geht, da geht ein Wanderweg nach Dreilinden. Da drüben ist Dreilinden. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Direkt auf die Autobahn rauf, weil das hier war nämlich der Grenzkontrollpunkt Drewitz. Das ist die alte A115, die wurde dann von den DDR-Behörden anders verlegt, und zwar 1969. Seitdem ist die nicht mehr in Betrieb, weil das die Grenzsoldaten halt gestört hat, dass sie dort hinten über Westberliner Gebiet führte, und die neue führt direkt nur über die DDR oder jetzt eben allgemein Deutschland, aber früher eben über die DDR, und dort ist eben der Grenzkontrollpunkt Dreilinden dann gebaut worden, der sehr groß ist und der heute Europapark Dreilinden ist. Aber der ehemalige Grenzübergang, der ursprüngliche, die ursprüngliche Autobahn, die ging hier lang. Und da seht ihr auch noch den Beton. 2004, meine ich, wurde das alles renaturiert. Also man hat den ganzen Beton hier weggenommen, sodass die Natur das wieder zurückerobern kann und sich da wieder ausbreiten kann. Ich habe was im Auge. Ja, so. Ja, das ist schon spannend. Und auch wie sich das hier alles das zurückerobert. Ne? Es ist ja jetzt schon ganz viele Jahre, dass hier nichts mehr ist. Ja, und darüber ist praktisch, dort hinten ist Westdeutschland oder Westberlin. Westberlin heißt es ja. Ja. Gehen wir mal hier hoch zusammen, da steht ein Müllsack. Hier scheinen ja auch ein paar Partys so stattzufinden, wie das so aussieht. Aber zumindest haben sie alles in den Müllsack gemacht. Guckt mal, die Wurzeln holen sich das hier wieder. Hier hat man jetzt schon abgesperrt. Vor einer Zeit gab es nur dieses Gitter hier. Und da hat man einen schönen Blick hier über den Teltowkanal und da unten auch über den Weg. Ja, und auf der anderen Seite kann man genauso schön runter gucken. Ne? Wir gehen hier schon über die alten Grenzanlagen. Da zeige ich euch gleich noch. Wir wollen eh in die Richtung weiter. Ich habe mir überlegt, dass ich muss mal gucken, wie viel ich zusammen habe, wie viel ich euch schon erzählt habe, und dass ich das Video dann an irgendeiner Stelle Cut mache und dann neu anfange und dann da hinten noch ein paar Abstecher hier in die Umgebung mache, weil es hier gerade so schön ist. Ja, hier ist jetzt die andere Seite. Da sind wir hergekommen. Ich muss mal gucken, dass ihr das überhaupt seht hier, wenn ich den Bildschirm nicht mehr im Blick habe. So, 1969, stillgelegt. Und vorher gab es hier natürlich Schikanen an den Grenzen. Ne? Also die Westberliner, die hatten hier ganz schöne Schikanen zu erleiden von den DDR-Grenzern, die halt auch aufgehetzt wurden. Das war ja halt innerdeutscher Krieg, wenn man es so will, ne? Und die Menschen waren, naja, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber schön war es nie. Und hier ist halt noch alles zu sehen. Der alte Grenzpunkt Drewitz, hier ist noch die Einteilung zu sehen, seht ihr? PKW, hier drüben war LKW und Bus. So musste man hier warten, dass man dann da abgefertigt wurde. Und auf der Transitstrecke weiterreisen durfte nach Westdeutschland.
Ja, Geschichte. Gott sei Dank. Und als die Autobahn noch intakt war, da wurde hier auch eine Krimiserie gedreht. Einige von euch kennen sie vielleicht, ich kenne sie auch. Ab und zu lief die bei uns mal, meine Kinder haben die geguckt. Alarm für Cobra 11, ich meine, das muss so in die 90er gewesen sein. Das wurde hier auf dieser Autobahn, viele Teile davon, natürlich nicht alles, aber einiges auf dieser Autobahn gedreht. Ja, wer es von euch kennt. Ja, und da hinten dann befand sich der Kontrollpunkt auf Westberliner Seite und der hieß Checkpoint Bravo. Es gab ja Checkpoint Charlie, den kennen ja viele von euch, ne? Der an der Friedrichstraße ist und das ist der Checkpoint Bravo gewesen hier. Die hatten dann halt, die Amerikaner haben das halt kontrolliert und die hatten dann halt dementsprechende Namen und auf Ostseite war es halt die Kontrollstelle Drewitz, ne? Grenzkontrolle Drewitz. Einige ältere Westberliner vielleicht von euch oder auch Westdeutsche werden das vielleicht noch kennen. Die Ostdeutschen sind ja wahrscheinlich nicht rübergekommen. Also bis 1969 war ja da wirklich noch der richtig kalte Krieg. Ja, hier runter würde ich dann mit euch weitergehen und den Abstecher machen, nämlich nach Albrechtstheerofen. Albrechtstheerofen ist so eine kleine Enklave, die entstanden ist durch die Teilung damals. Die war nur durch eine Straße mit Kohlhaasenbrück, also mit dem Rest von West-Berlin verbunden und ansonsten war die umzingelt ja vom Osten. Ja, und wie der Name das schon sagt, Albrechtstheerofen, da hat der Albrecht da mal gewohnt und der hat einen Teerofen besessen, weil in den Wäldern hier wurde früher ganz viel Pech und Teer hergestellt, der auch im Schiffbau verwendet wurde. Und da standen halt die Teerofen und daher kommt der Name, weil der Besitzer Albrecht hieß. Aber ich glaube, das mache ich erst im nächsten Video. So, und wenn das so sein sollte, sage ich euch jetzt mal hier von dieser Stätte, innerdeutschen, gemeinschaftlichen Stätte, tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch da lassen und ein Abo, wenn es euch gefällt. Ich will noch weitere Wanderungen hier machen. Hier in dem Gebiet sind noch richtig viele interessante Wanderungen, eben auch die der Natur betreffen. Ne? Ihr seht ja hier, wie sich das auch die Natur zurückholt. Ja? Hier mit dem Mauerpfeffer überall und die Bäume hier drauf. Wunderschön. Ja. Und ich will noch mehr Wanderungen machen und wenn euch das interessiert, sehr gerne. Nicht nur in und um Berlin, noch mal irgendwann anders, woanders, aber jetzt eben erstmal hier, weil ich jetzt hier gerade unterwegs bin. Zeige ich euch immer, wo ich gerade unterwegs bin und was man da Schönes entdecken kann. Und erzähle euch auch ein bisschen was zu der Gegend oder zu eben Baudenkmälern oder geschichtlichen Dingen, die da so passiert sind. Mache ich nochmal ein schönes Abschlussbild hier mit dem Boot auf dem Teltow-Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Mitwandern. Tschüss, eure Tina.